Ein neuer Trailer zu Tekken 7 ist erschienen und den schauen wir uns auch direkt mal an. Eddie Gordo, ein bekannter Charakter seit Tekken 3. Ich bin mal sehr gespannt, ey. Unreal 4 Engine. Ja, da ist er, Eddie. Eddie Gordo. Eddie Gordo. Ja. Ich denke, bei Sack Ups, die wird sich das sehr geändert haben. Aber ist auch ganz gut so. Ich finde auch gut, dass zum Beispiel King sich immer noch genauso spielen lässt wie in Tekken 1. Oder Tekken 2, würde ich sagen. Tekken 1 war sehr, sehr kompliziert von der Steuerung her. Aber damit überhaupt klar gekommen ist in den 90ern. Wunderlich bis heute. Nicht schlecht. Ja. In Harang, oder wie er hier nochmal komplett heißt. Bam! Immer diese Slow-Mo-Effekte, das gefällt mir. Schaut euch das mal an, wie flott der Typ ist. Nicht schlecht. Oh. Er hat da sein Rage Art. Er hat jetzt auch brasilianische, glaube ich, Sprache. Ist Chrissy eigentlich angekündigt worden? 1.6. 2.6. auf Steam. Ja, und man bekommt C, ja. Ja, und Zusatzkostüme. Ja, Irgendwas ist, wird euch jetzt noch angekündigt, aber ich kann es nicht lesen, weil es auf Japanisch steht. Aber cool, Eddie Gordo mit brasilianischer Stimme, das passt. Auf jeden Fall. Also ich glaube, das hat er ja auch schon in Tekken Tag Tournament. Da haben sie das Ganze ja eingeführt. Mit den verschiedenen Sprachen, dass Lily zum Beispiel Französisch spricht, dass Leo Deutsch spricht und die ganzen japanischen Charaktere wie Kazuya und Hayachi halt Japanisch sprechen. Und da finde ich schon richtig cool, weil die achten da auch auf die Nationalität und man kann ja auch trotzdem alles auf Englisch stellen, wenn man möchte. Aber es macht natürlich viel mehr Sinn, wenn die ihre eigene Sprache sprechen. Und man halt die Untertitel dann liest. Aber beeindruckend. 1.6., das sind noch knapp, ja. 2.6., wenn man das Steam berechnet, das sind jetzt noch knapp 3 Monate. Ist noch gut, ist gut. Gut, da würde ich mal sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, könnt ihr mir ein Abo dalassen auf der rechten Seite. Daumen nach oben natürlich. Teilt es mit Freunden und Bekannten. Und hier unten könnt ihr weitere Videos von mir anschauen, zum Beispiel Reaction-Videos. Und dann sieht man sich beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.